Ich muss halt mal gucken, wie viel Geld ich eigentlich noch habe. Jonah, es geht los. Zu den Toren. Warte mal, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war diesen Monat relativ sparsam. Also ich habe jetzt noch 465 Euro. Plus, ja, 70, plus 70 Euro noch. Nee, warte mal, plus noch. Ja gut, ich weiß halt nicht, was ich morgen ausgebe. Ich gehe morgen mit der Anna ins Kino. Zwei Kumpels sind noch mit dabei. Ja gut, 50 Euro habe ich noch bar in der Tasche. Passt schon. Wann ist eigentlich ja, Black Friday? Der war heute, ne? Hä, echt? War heute Black Friday? Ich meine schon. Heute war irgend so ein komischer Kauz da, der bei den PlayStation-Spielen eigentlich versucht hat, die... Ich mach mal die Untertitel an. Ich dachte, Black Friday ist bis zum 28. November. Ja doch, hier, 28. November ist Black Friday. Ja, dann ist bei mir voll viele Rabatte. Ja, ich hab's heute Morgen voll verkackt. Ich wollte morgen da. Und als ich mir Kamezin geholt hab, da waren halt so viele Spiele für die PS4 von 10er im Angebot. Hab ich mir gedacht, jo, kannst du mal mitnehmen? Bin dann erstmal nach Hause gegangen, weil ich nicht sicher war. Und dann war halt das Regal schon leer. Der Geist rettet uns! Oh Gott. Scheiße. Tucker, versammelt ja, alle, die nicht kämpfen können, und bringt sie zur Burg. Hier gehört. Sucht in der Burg Zuflucht. Schnell, hier lang. Zur Burg. Folgt mir. Sie greifen mal. Ich würde eigentlich was ganz Spezielles mal holen. Ich glaube, ich mach mal. Aber irgendwie bei Black Friday ist es doch so nie das, was ich haben will. Jeder Mongole, der einen Fuß hier reinsetzt, wird sterben. Warte mal. Meint ihr, ich soll die Dingsbums, die Untertitel ausschalten, oder... Stift schon parat. Ja, ist heute. Klar. Schwierigkeitsstufe Mittel. Warte mal, wo kann ich das denn? Audio, Anzeige, Kontrast, hohe Auflösung. Nur auf PlayStation 4 Pro Konsole verfügbar. Ich meine, komm schon, ich bin PS5 Mann. Untertitel im Hintergrund. Kann ich die... Lasst sie nicht vorbei! Bogenschützen! Streckt sie nieder! Oh, Entschuldigung. Für den Geist! Alles gut. Der Black Friday ist auf jeden Fall bis zum 28. Ich hab schon geguckt. Also nicht. Das die sagen, das gibt so 50% Rabatt, was ich so weit habe. Irgendwie glaube ich nicht daran. Zuerst machen sie die Preise höher und dann machen wir die Preise niedriger. Klar, so normal. Völlig normal. Steigerst die Preise um 8 Euro und senkst sie um 10er und sagst, yo, voll gutes Angebot. Sie brechen durch das andere Tor. Oh, richtig, weil die Prozente stimmen. Diese Position halten! Juna, zu mir! Drängt sie zurück! Haltet das Tor! Der Geist! Ich sehe nicht wirklich was. Zurück! Mini Powerbank sollte ich gerne haben. So klein wie so ein Lippenstift. Mehr! Die Stürme sind runter! Lasst sie nicht in die Stadt! Bogenschützen! Haltet sie zurück! Ja, ich glaube, ein bisschen günstiger. Ich hab was gefunden, was nicht passieren könnte. Kann ich halt ein bisschen länger dran zu strippen und so. Auf jeden Fall. Da musst du voll reich. Ja, ja, definitiv. Aber reich an Sachen. Hier musst du auch mal kommen, hier. Kommst du auch mal so wie Arche. Auf jeden den Fall. Ganzen, nimmst den ganzen Twitch, den nimmst du mit? Oder easy, ey.
Sie fallen zurück. Wir haben sie kaum getroffen. Was haben sie vor? Uns rauslocken? Nein. Wehrt sie ab, solange ihr könnt. Dann verschanzt euch im Burgfried. Ich erledige die Belagerungswaffen. Ich sollte mitkommen. Nein, Taka braucht dich. Yo. Ich meine, komm schon, wir haben eine gute Armee. Fuck. Wir müssen durch die Linie der Mongolen. Können wir nicht einfach durchrennen wie so ein Bekloppter? Ja, probier mal. Ja, das teil die ab mit den krassen Pfeilen da. Einfach kaputt. Ciao, Jen. Auf die Schnauze. Bing, 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 bing. Swing. Ich hasse Speerkämpfer. Ich hasse sie so sehr. Ja, ich seh's. Speerkämpfer hasse ich wirklich wie die Pest, ey. So. Hans ist einfach geil. Kannst du sagen, was du willst. Die Speerkämpfer, die interessiert es halt auch nicht, ne? Du greifst sie an und die machen einfach weiter. Elite-Design oder sowas? In der Nähe wird gekämpft. Wo? Wo lebt noch eine Mistsau? Den schlupfe ich weg wie Koks unter meiner Vorhaut. Das ist hinter der Katapult, oder? Yo, mit der dicken Keule, die kannst du vergessen. Ja, rasiert. Ja, kümmere dich erstmal um die Ads und so. Alter, vier Pfeile hintereinander, man kann es übertreiben. Ja, so. Also, so schwer sah ich jetzt auch nicht aus. Ich bin hier gerade am Schwitzen. Also. Also, ich hab Schwitze in der Ritsche. Und das finde ich so spitze. Scheiß Belagerungswaffen da. Feige Lappen. So, Ruhe im Karton. Sie haben die Mauern durchbrochen. Gehen wir mal runter. Oh, fuck. Aber wir können sie noch vertreiben. Da brennst du die halbe Stadt unten. So, nee, das waren ja die Mongolen. Das waren ja theoretisch die Mongolen. Ich will ja nicht unbemerkt in die Festung gelangen. Der hat doch
Ich glaube, der ist gerade ein bisschen geflasht. Was zum schießt immer in den Kopf? Ja, wollte doch schon sagen hier. Ich glaube, die KI hatte gedacht, dass ich eigentlich tot bin. Aber dadurch, dass ich den Perk habe, wenn ich 2 Ausdauerpunkte habe, kann ich mich halt heilen. War der halt, glaube ich, ein bisschen überfordert. Lass mal Waffe spritzen im Spiel. So, dieser Lümmel. Next one. Hast du so spezielle Kampffähigkeiten? Ja, ich habe verschiedene Kampfstile gegen verschiedene. Und ich kann den Block von den Gegnern halt durchbrechen. Und wenn ich den richtigen Kampfstil für den richtigen Schwert, gegnerischen Typ nehme, sprich, hat er ein Schwert, hat er ein Speer, Schwert und Schild oder sonst was, kann ich das halt wesentlich schneller durchbrechen, dass sie halt taumeln. Ja, ich kann ja auch nicht zielen, dass ich jetzt gerade irgendwie hier so gut ran durchkomme, es ist Glück. Vertrau mir, mehr Glück als Verstand. Oh, der große Langbogen ist einfach ein Segen. Ist wie bei einem Sperma, richtig durchhauend. Der spritzt gut, genau. Kennst du doch. Gehst vorbei, was ja, ne? Passiert mir doch jedes Mal, ey. Kommst vorbei, fuck, bumm, schwanger. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ah, kann ja mal passieren. Ja. Ja, kann man so sagen. So eine Blendbombe halt. So. Kann ich die Leute befreien? Muss ich die Leute befreien? Darf ich die Leute befreien? Soll ich sie befreien? Nee, ne? Einfach nur überall aufs Maul hauen, okay. Hey, Boys. Ist die Gefangenen in Ruhe? Ist der Waffenkunai? Ich verstehe das nicht. Ja, manchmal habe ich so meine Momente. Oh, ich dachte, das wäre jetzt ein Böser. So. Wieso vertreiben? Warum will der die immer vertreiben? Ich meine, komm schon, ich hinterlasse hier ein Feld aus Leichen, Mann. Die machen auch keine Gefangenen.
Also keine guten. Verdammt, das ist der General. Klingt, als sei er am Burgfried. Wenn die gesehen haben und so, gell, kannst du einfach so einen Attentat bei denen machen. Ja, das Schöne ist, ich kann halt auch Kettenattentate machen, wenn sie mich nicht gesehen haben. Hat er gerade seinen eigenen Typen in Brand gesetzt? Vollidiot. Seid geübt darin, in Friendly Fire. Ah, die haben schon wieder viel zu viele Leute gekillt. Diese Bonuspunkte, wenn die überleben? Je nachdem, manchmal ja. Aber ich meine, komm schon, das ist theoretisch mein Volk. Kannst du mich einfach killen lassen. Der eine versucht so abzuhauen. Abhauen ist nicht. Fuck. Das war aber, glaube ich, gescriptet. Temoge, stellt euch! Der Geist! Khotun wird mich für euren Kopf belohnen. Kann ich jetzt den Gegner killen? Nein, ich muss mit dem... 1 gegen 1. Ja, Mann. Schwanzvergleich. Wer den dickeren Lümmel? Ich bin Jin Sakai. Und jetzt ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken. Ihr habt Männer in vielen Ländern getötet, Temugin. Aber hier sterbt ihr. Geist Cybersack! Ja, das mit dem Rache-Dingsbums war echt übel. Ist ja easy. Kann man mal machen. So. Eindringlinge, seht euch euren General an. Was macht er nicht? Was war das denn? Euer Schicksal. Bürger von Yarikara, jagt jeden Mongolen bis zum Letzten. Verschont niemanden. Für Yarikara! Ich glaube, unser Charakter ist angefressen. Jagt sie weiter. Keine Gnade. Tötet sie alle. Töte genug Gegner, ohne Schaden zu nehmen, um die Geistkampfhaltung zu ermöglichen. Yo. Ja, das kannst du vergessen. Du hast Schaden erlitten. Deine Geistkill-Serie wurde zurückgesetzt. Ach echt, mach Sachen. Meld sie nieder. Holt euch ihre Köpfe. Für den Geist. Alle Mann zum Tor. Vorstoß. Bringt sie zurück! Der Geist! Lauf, Feiglinge! Alter, man kann's übertreiben. Er war sonst immer relativ ruhig und besonnen, aber ich glaube, jetzt hat er echt... Ja, ne? Yuna! Alle gefickt. Er hat die nicht nur gefickt, er hat die von beiden Seiten geklopft wie ein Schnitzelmann. Eure Stadt ist gerettet. Jetzt helfen wir Fürst Shimura, unsere Insel zu retten.
sind keine Soldaten. Wer tötete diese Mongolen? Ja, größtenteils als ich. Wer trotzt ihrer Belagerung? Größtenteils als ich. Wer rettete Yarikawa? Größtenteils als ich. Wir. Ich hätte jetzt alles gesagt, nein, ich. Ich habe den längeren Lümmel. Ihr könnt nicht einfach hier warten, bis die Mongolen es erneut versuchen. Alter. Ihr sagt, ihr seid keine Soldaten. Das ist kein Schwanzvergleich mehr. Seid Krieger. Also genauso gut ein Elefant neben dem Baby stellen. Und unsere Heimat retten. Doch nur, wenn wir zusammenstehen. Auf, wenn wir es Werbung bei dir. Klar, Mann. Easy, da kommt so Parship-Werbung. Aber es ist McDonald's. Ah! McDonald's Parship? Oh, hm, möchtest du ja, mit mir den Big Mac teilen? Oh, oh. Oh, die geilste Pommes der Welt. Du weißt auch, wie man heutzutage, du weißt auch, wie man heutzutage den Frauen einen Antrag macht. Entweder mit einem, wenn sie genügsam ist, reicht eine Tüte Pommes. Sandwich. Anstelle von so einem goldenen Ring einfach auf die Knie gehen und einfach so eine Riesenschüssel Pommes hinhalten. Ja, ich mag die zu meinem Mann nehmen. Eine meiner besten Big Mac. Meine Männer halten ihn langsam für unbesiegbar, beweist ihnen das Gegenteil. Ja, und wie war euer Antrag und so? Ach ja, ja, der Big Mac war gut. Ist mir egal. Oh, macht euch denn nichts mehr aus euren treuen Strohhüten? Oder aber du gehst auf die Knie und bietest ihr eine 30,90 an. Männer können die nicht töten. Es gibt viele Wege. Wenn sie Zockerin ist. Aber mit einem Karton und so einem Stock davor, weißt du, ich meine so Dings. Und wenn... Nee, das verstehe ich nicht. Wir ihn gar nicht töten müssen. Dafür ist mein Blutalkoholpegel nicht hoch genug. Ich such das Bild jetzt. Das Bild kenne ich. Das gibt's auch mit einer Pizza und so Sachen. Ja, da ist so ein Karton mit so einem Stock. Und da steht dann noch so dabei. Ach, um Gott, die Geistkampfhaltung einzunehmen, musst du entweder Mongolenanführer aus der Tarnung heraus niedermetzeln oder genug Gegner töten, ohne Schaden zu nehmen. Ja, das ist schön. Es ist entschieden. Yarikawa wird für uns kämpfen. Doch habe ich noch Pflichten, bevor wir Fürst Shimuras Burg zurückholen. Wollen wir mal gucken. Neues Geschenk verfügbar. Ja, das ist alles schön und gut. Ich weiß nur nicht, wo dieser blöde Geschenkaltar ist. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Passiert, kann doch eh nichts passieren. Ich würde gerne... Was ist denn dieser scheiß Geschenkaltar? Also optisch ist das Spiel einfach eine Bombe. Auf der normalen PlayStation 4 kriegt das Spiel... Hat das Spiel 25 bis 28 FPS hingekriegt. Ich habe nur die PS5-Version von dem Game nicht. 25 bis 28 FPS nur? Ja, die PlayStation Pro schafft... Die PlayStation 4 Pro schafft bei dem Spiel solide 30. Aber das war's auch schon. Tschüss.